Mein Bewerbungsgespräch war sehr gut. Es war ein sehr angenehmes Klima. Ganz am Anfang war ich überhaupt nicht nervös. Also die Nervosität ist mir sehr, sehr schnell genommen worden. Ich habe mich damals als Praktikantin beworben. Mir ist da eigentlich wirklich gut gegangen. Bin halt auch in das Berufsleben damals eingestiegen. Die Bewerbung war mehr oder weniger in zwei Phasen aufgeteilt. Das heißt, ich wurde zu der ersten Runde eingeladen. Da war ich gleich direkt mit der Geschäftsleitung in Verbindung. Bei der zweiten Runde wurde noch mehr oder weniger die Feintunings mit der Geschäftsleitung abgestimmt und es war sehr ein offenes Gespräch. Mein Tipp für künftige Mitarbeiter ist der, man muss sich immer selbst treu bleiben. Es ist immer gut, wenn man sich bewirbt, wenn man sich kurz vorher auf der Homepage einmal informiert, damit man auch weiß, in welcher Tätigkeit, in was für Richtung die Firma tätig ist, um einfach beim Bewerbungsgespräch auch ein bisschen mehr ins Detail gehen zu können. Um ins Team zu passen, braucht man jetzt nicht speziell irgendwelche Ausbildungen, man kann auch ein Quereinsteiger sein. Als Background für die Firma Camper würde ich empfehlen, definitiv eine technische Ausbildung, wie zum Beispiel eine HTL oder eine höhere Schule. Ich habe den Job bei Firma Camper bekommen, da Firma Camper meine sämtlichen Ausbildungen abdeckt, da ich Tischler gelernt habe, dann Architektur gemacht habe und das auch das Sprungbrett für BIM-Managerin war.